So, die Woche beginnt ausnahmsweise mal nicht mit einem Smoothie, sondern mit einem Müsli. Gab es ewig nicht mehr bei mir, aber irgendwie habe ich Appetit drauf. Und zwar sind da drin Haferflocken, ganze Mandeln, dann Granatapfelkerne, Weintrauben und Bananen. Und dazu kaufe ich mir natürlich nicht irgendwelche so eine versackte, homogenisierte und was auch immer behandelt, pasteurisierte Milch, sondern habe einfach ja, ungeschälte Hanfsamen mit Wasser gemixt und das ist dann quasi sozusagen meine Milch, die dann draufkommt. Genau. Und das ist sozusagen jetzt mein Frühstück, mein Start in den Tag. Und mal nicht mit Smoothie, sondern ein Müsli. Ach so, Äpfelstückchen kommen noch ran, habe ich ganz vergessen. Mache ich jetzt noch dran, aber das ist mir jetzt gerade eingefallen. Äpfelstückchen müssen natürlich noch ran. So, jetzt gibt es Honigmelone, einen Teller voll. Und zum Abendbrot gibt es jetzt einen Salat mit ganz normalen so Romana-Salat oder was das ist. Dann mit Tomaten, mit Gurken, mit Granatapfelkernen, mit geschälten Hanfsamen und mit selber hergestellten Rohkostfeta. Der ist allerdings noch nicht drauf, der kommt gleich drauf. Und Salz und Pfeffer und Öl und Essig. So, jetzt zum Morgen gibt es einen Smoothie. Ich habe allerdings jetzt schon gemixt, deswegen kann ich euch nicht zeigen, was drin ist. Aber so jeden Tag dasselbe und spätestens morgen erfahrt ihr dann, was so in dem Smoothie immer bei mir drin ist. So, jetzt gibt es für mich einen Salat und zwar einen Rohkost-Feta-Salat. Und zwar sind das Tomaten, Gurken, Zwiebeln und roher Wildreis, beziehungsweise rohköstlich zubereiteter Wildreis, also nur eingeweicht. Und dazu habe ich Rohkost-Feta gemacht. Das ist eine richtig geile Kombination, der absolute Hammer auf dem Rohkost-Potluck gewesen. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Und ja, Rezept kommt sicherlich irgendwann, aber könnt ihr euch auch selber herleiten, weil der Rohkost-Mantelfeta, den habe ich schon mal gemacht. Und da habe ich ihn einfach gedörrt statt gebacken damals. Und ja, ein Rest halt Gemüse und Wildreis. Wildreis, wie man den zubereitet, wisst ihr ja auch. Auf jeden Fall, das gibt es jetzt und da freue ich mich total drauf. So, am Abend gibt es jetzt noch so eine Pomelo oder Pomelo oder was auch immer. Auf jeden Fall so eine Grapefruit halt, so eine große. So, der Tag beginnt heute mal unkompliziert mit zwei Bananen. So, jetzt gibt es Zucchini-Spaghetti und kleingeschnittene rohe Topinambur aus dem Garten. Und dazu habe ich mir auch rohköstlich quasi eine Soße gemacht mit aus frischen Tomaten, also zwischen kleinen Tomaten, so Datteltomaten, dann Champignons, Cashewnüsse, Pizzagewürz, Knoblauch, Granulat und genau, und die mache ich mir jetzt sozusagen jetzt so drüber. Und das ist eine Art Rohkost-Spaghetti. Schmeckt richtig genial. Mein absolutes Lieblings-Rohkost-Gericht bisher. Genau. Sieht natürlich auch nicht so pralle aus, aber schmeckt wirklich richtig geil. So, ich bin jetzt auswärtig unterwegs und ja, da ich ja bisher die Woche roh gegessen habe, möchte ich eigentlich auch gerne dabei bleiben und werde entsprechend mir hier mal drei Orangen mitnehmen. So, ich habe jetzt so ungefähr fünf von diesen rohköstlichen Plätzchen hier gemacht. Die sind aus Kokosmehl, Cashewkernen, aus was auch, Mandeln und Dattelpaste. Und das habe ich jetzt sozusagen drei, vier gegessen, aber habe irgendwie keinen Appetit mehr auf was Süßes. Deswegen esse ich Obst. Das klingt blöd, aber das Süße, das ist was anderes irgendwie, die Süße. Und deswegen gibt es jetzt zum Abendbrot einen Obstteller. So, jetzt gibt es Bananen und Walnüsse. Das ist mein Frühstück quasi. So, jetzt gibt es den Nackthafer, Tomaten und Zwiebelsalat. So, zum Abend gibt es noch eine Packung Heidelbeeren. Frühstück, zwei Bananen. So, jetzt mal eine Premiere und zwar ist das mein erster Smoothie, der komplett ohne Pulver, ohne Samen, ohne alles ist, sondern wirklich nur Obst und Gemüse. Habe ich noch nie gemacht. Und ja, das ist jetzt mein erster Smoothie, der halt eigentlich so ist, wie die meisten ihn normal haben. Da ist jetzt drin sehr viel Grünkohl, also 200 Gramm. Dann rote Beete, Apfel, Banane, Himbeere, Orange. Genau, das war's. Kommt mir irgendwie so nackig vor. So, jetzt gibt's ein paar Grünkohlchips. Mal wieder so ein kleiner Zwischensnack. Und zwar esse ich hier eine Banane, vielleicht noch eine zweite und wesentlich drei, vier Walnüsse oder so. Ein paar Blaubeeren. Und jetzt gibt es Grünkohlchips.
Zwei Orangen. Ich wäre irgendwie hier zum Wenigesser mit kleinen und vielen Mahlzeiten, scheint es ein bisschen. Aber mal sehen. Ich habe Appetit auf zwei Orangen und ich möchte diese zwei Orangen jetzt essen. So, das ist mein Silvestermahl. Das werde ich sozusagen dann essen. Den habe ich jetzt gemacht. Aber den werde ich dann erst sozusagen zu Silvester, zu abends essen, während die anderen essen. Dazu gibt es rohveganen Mandelfeta. So, am Morgen gibt es einen Smoothie. Also den gab es jetzt die ganze Zeit nicht, weil ich immer so einen bestimmten Appetit, seit ich mich rohköstlich ernähre, nach bestimmten Sachen habe. Aber heute habe ich einfach mal wieder richtig Appetit nach so einem Rundumschlag. Und der Rundumschlag sieht folgendermaßen aus. Da ist Grünkohl drin, Himbeeren, eine Gartenfruchtmischung, da ist rote Beete drin, da ist Apfel drin, da ist Banane drin und da sind Hanfsamen drin, ungeschälte. Braunhirse, Weizengraspulver, Moringa-Pulver und halt die ganzen Pulver. MSM ist ja auch Pulver und genau, frischer Kurkuma noch und das dürfte es, glaube ich, gewesen sein. So, der Tomatensalat von gestern ist nicht alle geworden und entsprechend wird das auch heute mein Abendbrot sein. So, und ich habe doch noch Appetit bekommen und werde jetzt ein, zwei, eventuell drei Bananen essen. Ich werde jetzt kurz vor mir schlafen gehen.